Einen wunderschönen, da bin ich auch wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr hört, bin noch ein bisschen angeschlagen, deswegen halt auch gleich die Ansicht so, ich möchte mich so ehrlich gesagt nicht gerade zeigen. Aber hier, ich habe hier ein paar Sachen, die ich unbedingt aufnehmen muss, um sie euch schnellstmöglich zu zeigen, weil ich habe eine Anfrage gekriegt, ob da halt was Geiles bei habt. So. Also zwei, drei Sachen habe ich. Ich habe hier so ein USB-Kabelpack. Firma verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. CNME oder so. Naja. Die haben gefragt, ob ich den mal vorstellen wollen würde. Dadurch, dass meine Frau jetzt ja auch ein Handy hat mit USB-C, kann man hier noch USB-C-Kabel haben. Und wir haben hier drei verschiedene Längen, 1 Meter, 2 Meter und 3 Meter. Davon wird einer ins Schlafzimmer wandern zu mir. Und ja, mal gucken. Einer am PC-Bereich zum Laden, der wird den älteren ablösen. Der halt nicht so die Datenübertragung hat. So. Ich zeige euch den mal. So. Wir haben den dann halt praktisch. Ich werde mal versuchen für euch, dass der zoomt. Na. So, jetzt aber, oder? Na komm. Na, der will jetzt gerade nicht fokussieren, warum auch immer. Ich habe eigentlich mal automatisch drinne mit dem, dass ich auch selbst machen kann. Na ja, egal, so geht das ja jetzt. So. Ja, wir haben hier komplett Metall. Ja, komplett Metall. Hier ist Gummi. Das geht bis hinten rum. Also ist auch wirklich schön geschützt. Wir haben schön dicken geslieften Kabel. Das geht natürlich dann auch bis zum USB-C-Kabel hier. Also so wirklich richtig schön stabil. Schön dicker geslieften Kabel. Aber wir wollen auch mal gucken, kann der das, was mein Handy auch braucht. Ich zeig euch mal den, das ist ja ganz normales Standard-USB-Kabel, der bei meinem Huawei, bei meinem Xiaomi mit 120 Watt mit bei war. Das stöpsel ich jetzt hier mal kurz an. So. Und zack, 120 Watt Max. Steht da, also der zieht jetzt 120 Watt. Ich habe noch kein schnelleres als 100 Watt bei mir zu Hause. Ich habe ja schon ein paar USB-C-Kabel nach und nach mal geholt. Aber irgendwie können die alle nur bis maximal 100. So, jetzt gucken wir mal, was der uns jetzt hier bringt. Schnell. Mi Turbo Change. Ja, das ist auch wieder 100 Watt. Da haut er dann auch wieder mit bis zu 100 Watt durch. Aber das kann ich mir leider hier nirgendwo anzeigen lassen. Das ist halt sehr schnell aufladen. Ja, 76, 77%. Ja. Also unterstützt das schon schnelles Aufladen, ist sehr gut.
Meine anderen, wie gesagt, ich habe ein paar, die halt, also drei oder vier, die dieses schnelle Aufladen machen können. Die anderen, da steht dann nicht schnelles Aufladen. Das ist doch schon mal sehr positiv. Können wir gleich wieder zumachen. Und wie gesagt, davon, meine Frau möchte gerne einen längeren haben für oben. Die kriegt dann halt den ganz langen. Der kommt bei mir ins, nee, der kommt ins Schlafzimmer, der kurze, und der kommt dann in der PC-Ecke. Da will ich den eh dünneren USB-C, den ich habe, austauschen für das Handy von der großen, weil der halt nicht so schnell ist. Der ist ziemlich lahm und dadurch, der wird dann halt schneller werden. Also da müsst ihr auch immer aufpassen. Die meisten schreiben immer irgendwelche Sachen drauf. Und dann erfüllen die Kabel das nicht, was sie machen sollen. Der kann schnell laden. Aber wie gesagt, ich habe auch bis jetzt noch kein Kabel gefunden, der wirklich 120 Watt unterstützt. Ist jetzt, wäre halt schön für später mal, ein oder zwei davon auf Reserve zu haben. Aber ich muss sagen, ich lade entweder mit der Schnelligkeit oder abends, also jetzt mit dem Adapter. Und abends im Bett dann halt, aber der hat einen Wackelkontakt direkt an der Steckdose. Da sagt mir mein Handy auch, schnelleres Laden wäre möglich. Also, dass die Steckdose halt nicht mehr hergibt. Aber dass es, also es ist dieses, ja, nur dass es halt möglich wäre, aber das ist halt dieses wirklich gute, langsame Laden, damit es halt nicht kaputt geht. Ja. Kann man optimieren, irgendwas stand da, keine Ahnung. Aber ist halt dann mit diesem 5 Watt oder was das war, also. Ja. Oh, schönes Lift. Ich finde schon mal gut, dass die Kabel, die man jetzt kaufen kann, teilweise im Gegensatz zu früher jetzt fast alle sleeved sind und auch wirklich so verarbeitet sind, dass da halt nicht beim Rausziehen vom Telefon der halbe Kabel mit hinterherkommt. Hatte ich damals bei den älteren Telefonen öfters mal. Da ist das jetzt schon wirklich super. So, nichtsdestotrotz soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wert, Träumchen. Ich werde euch die Kabel verlinken in der Videobeschreibung. Und werde die jetzt erstmal testen und dann mal gucken, wie sie sich in der nächsten Zeit schlagen. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.